schleichen. Wo ist der denn? Dort. Präge dir Zeldas Vegan wieder. Ist leise und still. Und damit kommen wir zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der Folge sind wir in Schloss Hyrule eingebrochen, mehr oder weniger. Und wir werden heute das Huhn brauchen. Die Schleuder werden wir erstmal nicht brauchen, wie ich weiß. Und los geht's. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der London Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, ich hatte ihr doch versprochen. Oh weia, das läuft nicht gut. Okay. Los. Aber jetzt passt auch, dass sie gepennt hat. Es ist nicht nachts. Ich würde aber auch tags pennen. Ja, also. Was? Keine falsche Hoffnung. Spoilerwarnung, es muss tags werden. Bedeutet, wir haben ein Problem. Denn wir müssen am Tag wiederkommen. Und ich habe mal ausprobiert, ob ein Lied, was wir noch lernen werden, dagegen hilft, aber nee. Hilft nicht. Wir müssen es erstmal gelernt haben, leider. Aber es wird ja schon tags gerade. Wir werden vielleicht heute auch ein paar Herzteile uns holen, die wir schon längst holen hätten können. Außer von verlorenen Wäldern, das machen wir zur Zeit, aber jetzt noch nicht. So. Jetzt hinauf. Und nach dort springen. Danach. Station. Und das war's. Ich habe auch jetzt ein Video, da uns alle 36 Herzteile verrät wird. So. Eigentlich würden hier zwei Wachleute in der Nacht stehen, sind aber jetzt weg. Und ich habe keine Lust, alles nochmal zu machen, von daher hier ins Schloss. Safe. Tut mir leid. Ich möchte halt kein Risiko eingehen. Hä? Wie kann ich mich für sie gesehen haben? Wo landet man denn überhaupt? Wieder ganz am Anfang? Nö. Na gut. Hier ist viel lieber mir. Als wieder ganz am Anfang. Starten. Gott sei Dank haben die es unterbunden damit. Gott sei Dank. Dann brauche ich doch kein Safe. Aber schlimm ist, wenn wir uns jetzt gar nicht mehr sehen. Ja, schaut man. Hä? Wohin ist. Ach, ich hab den gerade gar nicht gesehen.
Das ist schwer. Das Rätsel. Wie soll ich jetzt dagegen kontern, bitte? Mich nicht gesehen hat, ey. Und das ist ja auch echt gefährlich, ey. Aber ich brauche Rubine. Aber ich will das für... Vorhin hat er mich mit das gesehen. Naja, egal. Boah, 5 Minuten, ich habe keine Zeit, Mann. Mich darum zu kümmern. Nur weil ich geizig wurde, ne? Schaut man eigentlich ganz easy. Los. Ich weiß nicht warum, aber hier kann man Feuer einfach wegschleichen. Wo ist der denn? Dort. Warum nimmt er nicht einfach die Rubine mit? Ja, schön abgewartet, an den 31er zu spielen. Achso, er bewegt sich auch. Ja, mal so jetzt erzählst du. Ach, es sind ja wirklich 2 Wachen. Ich hab gerade nur eine. Alter, schwer. Dann zum neuen Gebiet. Burg. Yoshi, Peach. Das sind ein paar Easter Eggs übrigens, die ich euch jetzt zeige. Wir müssen eigentlich auch noch welche sein. War glaube ich irgendwo Mario. Du weißt sogar noch. Nee, egal. Spielt keine Rolle. Ach, hier. Sieh mir ihn an. Hier Mario und Bowser. Ich mach mal Top Sohn leider. Lauter.
Manu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist eine Fee. Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Ja. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Daran überzogene dunklen Wolken können unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichtes diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß gefällt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Sparky. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Sparky. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das noch nicht weiterzählen. Okay. Doch, Mann, etwas, okay. Ich wäre ganz brav. Dies ist die Legende. Es bleibt nur eine Legende. Was möchte sie? Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechenschaffenes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit nie der Gesinnung erfüllt, so verschlinge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Wer ist das? Ich hoffe, er kommt dir nicht zu nahe, Zelda. Zürich sieht sehr wie ein Hausmädchen aus. Aber wer ist das? Siehst du den Mann dort, den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Der braucht mal Make-up. Denn seine OP, also seine Verschönerungs-OP, ist glaube ich schief gegangen. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten,
Sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß. Er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura des Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, schon muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Spiky, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort, etwas. Hab ich mal gemacht. Sie fragt dann einen nochmal von der ja. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit diesen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das glaube ich auch. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzess Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf den Pfeilrichtungen platzieren. Benutze C, um ihn jemandem zu zeigen. Gut, danke. Aber wer ist das denn schon wieder? So viel Neues heute, ne? Schon wieder eine Frau. Nur Frau, nur noch. Und ich glaube, damit geht's auch halbwegs weiter mit nur Frauen. Ich bin Impa. Überlebende der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehungen hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe mich hier schon notiert. Ja, also brauche ich mir hier nicht nochmal notieren. Ich habe mir schon 3 Songs aufgeschrieben, wo ich im privaten Prefu da bin. Ich habe dieses Lied früher für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Das wäre ein ganz bestimmter. Präge dir Zeldas Wiege nicht ein. Wenn ihr glaubt, ist... Warte. Wenn ihr glaubt, es steht immer so, nur weil man es beibringen muss, steht hier alles, was man drücken muss. Ja, wenn ihr das denn mal irgendwann mal spielt, sind hier nicht die Pfeilrichtungen markiert. Ihr könnt auch einfach schnell drücken, ja. Ihr braucht jetzt nicht so wie ich so lang machen. Ja, ihr könnt einfach so ganz schnell machen, wenn ihr wolltet. Ja, das zählt schon. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldatin hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Danke, Impa. Nö.
Ja, du tapferer Jüngling. Wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen in Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie sind den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, sollst du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin, und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Wir werden vielleicht auch teilweise mal Streams machen, wo wir Herzteile farmen werden oder so. Werde ich mal schauen. Aber wir werden noch zum Schluss zu der Lon Farm gehen. Denn, Spoilerwarnung, es gibt dort auch ein Herzteil, was wir zu diesem Zeitpunkt kriegen können. Wir haben zwar nur ein Dungeon-Item, trotzdem kann man jetzt schon das Herzteil holen. Und in der nächsten Folge werden wir mindestens ein Herzteil noch holen. Und ja, da werden wir auch uns zu Kakariko aufbrechen, was wir schon aus A Link to the Past kennen. Lon Farm. Dann habe ich die wundervolle Musik. Den Brief brauchen wir erstmal nicht von Zelda. Leider ist der Weg ziemlich lang zum Herzteil. Aber es müssen wir noch so hinkriegen, dann müssen wir so 26 Minuten so ungefähr haben. Und dann werden wir hier warten. Beenden. Hier sind wir schon angekommen. Wir müssen uns nämlich hier hinten. Das ist eine geheime Tür. Hier müssen wir so reingehen. Das ist eine der einfachsten, die es gibt. So. Und dann. Wie war nochmal der Code? Im Prinzip, ich glaube, erstmal das hier machen. Dann umdrehen. Dann. Das machen. Und wegzuschieben. Danach das hier machen, hinauf klettern, hier, und kriechen. Und dann kommt ihr zum Herzteil. Nummer 1 für mich. Ein Herzteil hast du. 4 Teile gesammelt, wird die Energieleistung um einen Herzcontainer erhöht. Wir haben aber, das müsste mein erstes Herzteil sein, was wir haben oder gekriegt haben. Weitere werden auf jeden Fall noch folgen. Ja, denn man kann schon auf dem Marktplatz welche bekommen, sage ich mal so. Bedeutet, wir werden noch ins Schloss Hyrule ein bisschen uns drum kümmern. Ja, also in der nächsten Folge kann es sein, dass wir nicht zu Kakariko gehen, sondern 3 Herzteile uns holen, denn ich möchte ein neues Herz schon haben. Pirat haben. Für Kakariko und im zweiten Dungeon, was ja auch später kommen wird. Und ich werde offcam zu der Hylianische Steppe gehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Hylianische Steppe. Bis dann, ciao. Ich weiß, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber hier habe ich eine goldene Skulltula gefunden.
Ich weiß, ich sammle die nicht aktiv, aber die goldene Skulptura. Spritzt ihr den Baum, kommt die goldene Skulptura vor. Gut, dann sage ich es für dich. Bis dann, ciao.